Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Wie ihr seht, hinter mir ist McDonald's und da ist auch Burger King. Und ich wollte euch kurz etwas sagen, was ganz, ganz wichtig ist. Für uns Muslime, die Dua, das Bittgebet ist unheimlich wichtig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, der Prophet alayhi salatu wasalam sagte, inna Dua huwa al-ibadah. Die Dua ist die Ibadah. Und man sagt auch, die Dua ist die Waffe des Mu'mins, die Waffe des Gläubigen. Das heißt, er sagt einfach, was ist die Dua? Bittgebet zu Allah. Ihr könnt das machen, mit was ihr wollt. Ihr könnt einfach irgendetwas vom Herzen sagen, auf Deutsch, auf Chinesisch, auf in eurer Sprache. Einfach vom Herzen. So, aber es gibt einen Grund, der dazu führen kann, dass die Dua nicht erhört wird. Der Prophet erwähnt in einem authentischen Hadith, dass es einen Mann gab, der war auf einer Reise, und er hat seine beiden Hände zum Himmel gehoben. Das ist eine Position für die Dua, die Sunna ist. Und dann sagt er, وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ. Also das, was er isst, ist haram. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ. Und das, was er isst, ist haram. وَمَلْبَسُهُ بِحَرَامٌ. Und seine Kleidung ist haram. Und das, was er trägt, ist haram. وَغُذِيَ بِالْحَرَامٌ. Und er wird von haram versorgt. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ. Wie soll er dann erhört werden? Das heißt, ein Grund, warum eure Dua, ihr wollt zum Beispiel einen Ehemann oder eine Ehefrau oder irgendein Problem loswerden, eine schlechte Angewohnheit loswerden, ein Grund, warum das eventuell nicht erhört wird, ist, was ihr esst, was ihr trinkt, wie ihr euch kleidet. Und deswegen gerade beim Essen, es ist so einfach hier in Deutschland, halal zu essen, weil Alhamdulillah, es gibt so viele Alternativen. Wenn ihr zum Beispiel zu McDonald's oder Burger King geht, dann esst dort einen Veggie-Burger. Die Vegetarier, die Veganer achten extra darauf, anstatt nicht halal geschlachtetes Fleisch zu essen. Die Veganer, die achten extra darauf, dass ihr Fleisch nicht dass ihr veganes Zeug nicht mit irgendwelchem Fleisch in Berührung kommt. Deswegen kann man da ziemlich sicher sein. Und die sind bissig, sind die, im Gegensatz zu uns, in ihrer Angelegenheit. Ja, dann das, was man trägt, womit man sich kleidet. Gold für Männer, Seide für Männer. Lasst uns alle auf diese Sachen achten. Und inshallah wird die Dua erhört und unser Leben wird besser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.